Und willkommen zurück zu einem schnellen Küchenrezept von mir. Wir hoffen, dass es heute ein bisschen besser klappt. Ich bin da ein bisschen nervös, aber ich werde das schon packen. Und ich habe natürlich wieder meine Uhr hier neben mir liegen. Ja, die ist bereit. Und ich drücke gleich Start. Heute gibt es ein leckeres Rezept und zwar ein bisschen orientalisch, weil wir Couscous benutzen, aber sehr frisch und leicht, weil es alles verbunden ist mit ein bisschen Salat. Und ihr werdet sehen, es geht richtig schnell. Es kostet weniger als 5 Euro. Und ihr könnt das alles in 15 Minuten schaffen, gesund und einfach. Würde sagen, es geht los. Wir starten. Klick. Und es hat angefangen, als allererstes Wasserkocher an. Wir machen ihn an auf 100 Grad, damit das Ganze schön anfängt zu köcheln. Und das Gute ist, ich kann den jetzt erstmal wegstellen, weil wir brauchen ihn natürlich jetzt erstmal nicht. So. Jetzt stelle ich ihn erstmal nach unten. Unser Wasser wird gar nicht so lange brauchen, weil wir brauchen 175 Gramm Instant Couscous. Den findet ihr eigentlich überall. Ich messe den jetzt erstmal ab. Und wenn wir das abgemessen haben, können wir uns erstmal anderen Sachen widmen, weil wir müssen ja warten, bis das Wasser kocht. Und ich habe euch ja versprochen, da kommt nicht nur ganz normaler Instant Couscous, sondern wir haben jetzt so kleine Bratlinge vor. Und dafür brauchen wir hier ein bisschen Schafskäse. Ich habe jetzt Schafskäse Light genommen. Den werden wir nicht ganz brauchen, weil es wäre ein bisschen viel. Ihr könnt natürlich am Schluss ein bisschen über euren Salat geben. Aber wenn ihr nicht wollt, müsst ihr das nicht machen. Ich werde von diesen 150 Gramm circa die Hälfte nehmen für meinen Couscous. Einfach rausholen und das Ganze in Hälfte schneiden. Die andere Hälfte können wir erstmal beiseite legen. Und das kann auch erstmal warten, weil ich schneide jetzt Frühlingszwiebeln. Ich habe die jetzt übrig. Ihr könnt das Grüne auch mitschneiden, wenn ihr das Grüne noch habt. Ich habe das Grüne verwendet für ein asiatisches Rezept, deswegen ist da ein bisschen jetzt nur übrig. Aber ich werde hiervon das Weiße klein schnippeln und schön klein für meine Bratlinge zurechtmachen. Aber ich merke gerade, dass unser Wasser fertig ist. Das nehmen wir hoch. Ihr könnt hier auch Gemüsebrühe genommen haben, wie ihr gerne wollt. Und jetzt kommt circa 350 Milliliter in unseren Instant Couscous. Nicht zu viel, weil wenn ihr zu viel davon nehmt, dann ist der Instant Couscous zwar so, dass er es trotzdem aufnimmt, aber dann wird er einfach zu feucht und das wollen wir nicht. Der Couscous muss jetzt circa 5 Minuten sich vollsaugen, währenddessen schneiden wir hier weiter an unseren Frühlingszwiebeln. So klein schneiden, wie ihr nur könnt, weil wir wollen es mit den Bratlingen vermischen. Und da wollen wir natürlich nicht diese großen, riesigen Stücke drin haben, sondern möglichst kleine Stücke. Und ich finde, Frühlingszwiebeln geben dem Ganzen so eine Frische, die ein bisschen anders ist als Zwiebeln. Ihr könnt auch Zwiebeln nehmen, wenn ihr gerne möchtet. Aber manchmal benutze ich einfach gerne Frühlingszwiebeln. Die sind so ein bisschen exotischer. Obwohl sie gar nicht so exotisch sind. Gut, wenn die Frühlingszwiebeln klein geschnitten sind, widmen wir uns mal kurz unserem Instant Couscous. Der braucht zwar noch ein bisschen, aber wir können jetzt schon mal gucken, ein bisschen rühren. Der braucht noch ein kleines wenig. Ein kleines wenig ist super. Ich werde ihn jetzt schon mal würzen. Dazu nehme ich jetzt ein bisschen Salz. Nicht zu wenig, weil der frisst natürlich auch sehr, sehr viel vom Geschmack. Also ruhig ein bisschen mehr. Ihr könnt das Ganze auch mit Gemüsebrühe, wie gesagt, schon aufgegossen haben. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Geschmack. Dann gebe ich noch ein bisschen Oregano dazu. Ich werde euch unten in der Infobox wie immer die ganzen Mengenangaben auch reinschreiben, damit ihr ungefähr wisst, wie viel ich hier einfach zusammenschütte. Dann noch ein bisschen Paprikapulver. Und jetzt schaue ich, dass ich das Ganze gut umrühre. Und ihr seht ja bereits, das Couscous hat so viel von der Flüssigkeit schon aufgesogen. Es ist gleich so weit, dass er bereit ist, sobald es ein bisschen trockener wird. Und wenn er trockener geworden ist, sind wir auch bereit,
unsere klein geschnittenen Zwiebeln dazu zu geben. Ich gehe mal hier nochmal mit dem Messer durch. Damit es auch richtig schön klein alles wird. Und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass Couscous zum Beispiel auch süß verzehrt werden kann. Ich habe auch ein super gutes, süßes Rezept für Couscous. Obwohl manche immer denken, ah, Couscous ist was Deftiges, weil wir das eben nur deftig kennen. Aber es geht nämlich auch genauso gut süß. Mal hier gucken. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe eine Sache vergessen. Ich werde ganz schnell reinrennen und es macht überhaupt nichts, weil wir müssen noch kurz warten. Ich bin gleich wieder da und hole ein Ei. Ich unterhalte euch mal so lange, bis Anne wieder hier ist. Ich zeige euch mal die Zeit. Wir haben jetzt noch 9 Minuten 45. Und ich finde es ja total respektvoll, dass man das hier in einer Viertelstunde packt. Ihr kennt es von euch zu Hause wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie Gäste bekommt und habt noch eine Viertelstunde und alles muss fertig werden, dann probiert man schnell alles zu machen. Aber ich bin mal gespannt, ob das packt in 9 Minuten. Kommt sie wieder angesprintet in einer neuen Bestzeit. Neue Bestzeit. Wir schlagen das Ei auf. Ich habe es aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe noch 9 Minuten. Ich tue das Ei weg. Das können wir jetzt leicht verquirlen. Und ich mache mal die Pfanne an, weil wir werden die jetzt gleich brauchen. Erstmal Gas an. So, Gas ist an. Und jetzt lebensgefährliche Situation für mich. Nochmal kurz. Ist, glaube ich, an. Ja, es ist an. Let's go! Ich gebe meine Zwiebeln dazu und brösele auch meinen halben Federkäse hier rein. Schön mit der Hand zerkleinern. Wir haben noch 8 Minuten. Das schaffen wir dicke. Und jetzt geht es ein bisschen hier an Handarbeit, weil wir müssen jetzt unser Ei dazugeben. Und das Ganze jetzt ein bisschen mit der Hand, mit den gut gewaschenen Händen und mit ein bisschen Hilfe von unserem Löffel gut umrühren. So, ich putze mir kurz die Hände, damit hier ein bisschen Sauberkeit wieder herrscht. Alles klar. Und unsere Pfanne sollte jetzt heiß sein. Das ist schon mal super. Weil ich mache jetzt ein bisschen Öl dazu. Je besser eure Pfanne beschichtet ist, desto weniger Öl braucht ihr. Ich habe jetzt gut einen Esslöffel Öl dazu gegeben. Schwenkt das mal rum. Warte mal kurz. Weil wir machen jetzt kurz ein bisschen Salat. Richtig, richtig toll finde ich dafür zum Beispiel den Romana-Salat. Der braucht nicht viel. Der ist immer knackig, der schmeckt gut. Ich habe den ja natürlich abgewaschen vorher. Aber die sind relativ sauber eigentlich von Anfang an. Und ich schneide die gerne einfach so in dünne Streifen. Und dann habt ihr eigentlich schon einen ziemlich guten Salat. Könnt ihr ein bisschen auseinanderreißen. Aber der wartet jetzt kurz hier, während wir mit der Hand unsere kleinen Patties hier formen. Schön zurechtdrücken mit unserem Feta. Und in unsere Pfanne geben. Genau, und weiter formen, weil es geht ja weiter, es geht immer weiter. Ihr könnt die Patties auch ein bisschen größer machen, wenn ihr sie gerne ein bisschen größer haben wollt. Vielleicht so auch als so Burger-Patty-Ersatz. Und dann schauen, dass ihr sie so ein bisschen zusammenhaltet, wenn sie euch nicht zusammenbleiben. Einfach ein bisschen mehr Ei dazu geben. Ei ist nämlich hier unser Bindemittel. Und das wird schon, das wird schon. Ein bisschen zurechtdrücken. Deswegen ist es ja wichtig, dass unser Couscous eben nicht so
feuchtes. Wenn ihr zu viel Wasser dazu gegeben habt, dann ist es einfach nur eine feuchte Masse und dann klappt das nicht so gut. Wir wollen ja, dass die Patties schön zusammenhalten. Ich habe natürlich jetzt hier den dimensional größten Pfannenschieber der Welt gefehlt, der natürlich nicht in meine Pfanne passt. Ich brauche einen anderen Pfannenschieber, deswegen nehmen wir jetzt mal ganz schnell unser schönen Löffel hier. Keine Angst, wenn die am Anfang ein bisschen brechen, das ist völlig normal, weil sie müssen erstmal diese kleine Spannung kriegen und die kriegen sie oft erst auf der anderen Seite. Und das heißt, formt sie ruhig ein bisschen zurück und dann könnt ihr sie wenden. Sie wollen heute nicht so richtig, aber das wird noch. Jetzt habe ich ganz schmutzige Hände. Wollen wir mal gucken? Oh, hier ist ganz viel Nachrichten. Wir haben noch. Genau, wir haben noch. Ich richte jetzt mal so lang unseren Salat an. Dazu nehme ich einfach ein bisschen von meinem Romana-Salat, den ich geschnitten habe. Das ist jetzt für eine Portion. Die zweite Portion würde dann auch geschnitten werden. Dann kann man hier zum Beispiel noch ein bisschen von unserem Käse drüber bröseln. Einfach so als extra kleines Snacky. Ich wende so lang unsere Patties. Und wenn sie euch zerfallen, wie mir heute teilweise, dann macht das überhaupt nichts. Manchmal klappt nicht immer alles in der Küche. Und das ist eben das Lustige daran. Dann wird es eher so eine Art Risotto. Nein, eher so eine Art, wie nennt man das? Chicken Nuggets? Chicken Nuggets, nein. Ich würde eher sagen, was passt gut dazu? Rösti. Rösti. Eher so ein mediterranes Rösti. Wir gucken mal, wie es danach klappt. Aber jetzt ist meine Pfanne erstmal voll. Und ich schneide jetzt noch ein paar Tomaten rein. Und gebe ein bisschen Zitronen drüber. Und dann kommen abschließend unsere Patties, die jetzt eher so in Rösti ausgeartet sind, wegen meinem komischen Schieber. Gebe ich die einfach da drüber. Und mir ist es jetzt mittlerweile egal. Weil das Tolle ist ja, sie würden richtig lecker werden, die schmecken. Egal ob Rösti oder nicht. Manchmal klappt es eben nicht, wie man das gerne haben möchte. Und dann wird es eher ein Pfannengericht mit leckerem Salat. Und diese Menge ist eigentlich super gut für zwei Portionen, weil ich werde jetzt hier weitermachen. Ein Gericht ist auf jeden Fall fertig. Wir haben noch 2 Minuten und deswegen haben wir das super in der Zeit geschafft. Und wie es so sein muss, wenn ich ein bisschen Ruhe habe, dann klappt das natürlich. Also kleiner Tipp von mir, wenn ihr keine Röstis haben wollt oder kein Rührei quasi, dann richtig, richtig dolle mit den Händen zusammendrücken, vielleicht noch ein bisschen länger warten, wenn es sich ein bisschen abgekühlt hat und dann schön mit der Hand formen, dann klappt es auch. Nicht zu viel Öl reinmachen und wenn ihr trotzdem noch ein bisschen Angst habt, dass es nichts wird, einfach noch ein zweites Ei hinterhergeben, dann werden es richtig schöne Patties. Ich habe nicht mal ein zweites Ei jetzt gebraucht, ich brauchte jetzt nur noch ein bisschen Ruhe und die Ruhe hat mir halt gefehlt. Ich hoffe, die Ruhe wird euch nicht fehlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, bei diesem leckeren, einfachen und vor allem günstigen Rezept. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.